Mit dem Märchen Die Schneekönigin wird es auf der Bühne des Pforzheimer Theaters winterlich. Gerda und Kai bekommen Besuch von der Schneekönigin. Die sieht zwar auf den ersten Blick wunderschön aus, ist jedoch im ganzen Land gefürchtet. Zum Abschied fordert die Schneekönigin einen Kuss von Kai. Da der Junge vor ihr nicht als Feigling dastehen möchte, tut er, was ihm befohlen wird. Doch daraufhin vereist das Herz von Kai. Wie hässlich du bist, wenn du heulst. Er wird zynisch und kalt und folgt schließlich der Schneekönigin in ihren Palast ans Ende der Welt. Seine beste Freundin und Schwester Gerda will Kai aus den Fängen der bösen Schneekönigin retten. Sie tritt eine lange, zauberhafte Reise an. Unterwegs lernt das Mädchen zum Beispiel königliche Hofraben kennen, die sprechen können. Und sie landet in einem völlig verrückten Schloss. Doch neben vielen neuen Freunden macht Gerda auch mit weniger angenehmen Gestalten Bekanntschaft. Nicht jeder ist dem Mädchen wohlgesonnen und nicht jeder möchte, dass Gerda Kai findet. Die Zuschauer werden entführt in eine Welt voller Poesie und einer Fülle an Personen, die es in der realen Welt nicht gibt. Das Märchen geht der philosophischen Frage nach, in welchem Verhältnis Verstand und Gefühl zueinander stehen und inwiefern sie sich gegenseitig brauchen, um ein Ganzes zu sein. Die Schneekönigin spricht alle Altersgruppen an und verzaubert die Zuschauer nicht nur durch die faszinierenden Bühnenbilder. Die Kutsche ist vorgefahren. Die Kutsche ist da.